Runter! Abby, was zum Teufel? Manny? Bist du allein? Ja. Shit. Dieser Scharfschütze ist ein Profi. Was machst du hier draußen? Die Boote. Wir sollten heute die Insel angreifen. Dann tauchte dieser Pendejo auf. Ich habe jemanden losgeschickt. Bald sollte Verstärkung kommen. Sollte. Ich brauche eins der Boote. Sofort. Wieso? Erklär ich später. Dann wirst du mir wohl helfen, diesen Kerl auszuschalten? Na los! Unten bleiben! Er hat mein ganzes Team getötet. Keine Sorge, wir kriegen ihn. Scheiß Eile. Was für Eindringlinge. Sind wir aus dem Nichts aufgetaucht die letzten Tage. Wir haben uns hart zugesetzt. Wieso? Keine Ahnung. Hier lang. Sieh. Vergiss die Schuhe! Okay, was sollen wir machen? Los, rein in die Garage. Wir nutzen das als Deckung. Bin direkt hinter dir. Los! Der Karren fällt auseinander! Wir müssen weg! Los, los! Ach, wirklich? Wir sollten die Eindringlinge verfolgen, statt zur Insel zu gehen. Da läuft immer noch was? Läuft gerade im Moment. Manny. Lockt sie zu uns. Bereit machen. Los, auf die Brücke.
Verdammt, nicht schon wieder! Abi! Ich rück vor! Wir müssen zur Brücke, bevor ihr abhaut. Ja! Ich kann's kaum abwarten, ihn zu kriegen. Abby, hier drüben! Hört! Oh, shit! Geh vor, ich geh weg. Wo ist der hin? Der kann nicht weit sein. Verdammt! Scheiße! Hey! Estás pinche muerto! Está! Los! Jetzt nicht nachlassen! Siehst du ihn? Da! Flankier ihn! Bist du okay? Soweit. Wenn du das Arschloch zu Isaac bringst, stehst du wieder gut da. Manny. Scheiße. Lass es.
Ja. Und du? Wer war das? Spielt keine Rolle. Holen wir Lev und dann gehen wir zurück. Komm, wir nehmen das Boot. Mit deinen Leuten. Wir nehmen Wanderpfade. Die werden uns nicht sehen. Sicher, dass die Wolves heute Nacht angreifen? Ja, das hat mir mein Freund gesagt. Sie nutzen den Sturm als Deckung für ihren Angriff. Außer Isaac ändert seine Meinung. Euer Anführer, Isaac. Was will er? Dass die Kämpfe enden. Aber zu welchem Preis? Inzwischen zu jedem. Hier oben. Meinst du, du kannst klettern? Es ist der kürzeste Weg. Vorräte. Nur für den Fall. Warum hilfst du uns? Das hat Lev mich auch gefragt. Ich schätze, weil ihr das nicht verdient habt. Aber auch, weil ich es wollte. Musste einfach. Oh. Ist das euer Dorf? Nein, das ist Haven. Unseres liegt dahinter. Nicht Rödel. Sie könnten dich sehen. Oh nein. Was ist das? Das ist unser Warnsignal. Deine Leute sind hier. Die ganze Insel ist jetzt alarmiert. Wir müssen uns beeilen. Verdammt, Isaac! Wir schützen durch das Holzlager ab. Los, Lena. Wie viele Leute leben hier?
etwa 1000. Wie viele Soldaten? Die Hälfte von uns ist gefechtsbereit. Was macht die andere Hälfte, wenn meine Leute ankommen? Manche verstecken. Die meisten kämpfen. Sind alle. Kämpfen. Möge uns ihr Licht durch den Sturm führen. Wenn du in Finsternis wandelst, suche nach dem Licht. Was war das? Hat mein Dad immer gesagt. Wir müssen da hochklettern. Gebäude rechts mit den Fackeln. Da kommen wir raus? Ja, da können wir durch. Perfekt. Dann los. Schließ das Tor! Riegel das Lager ab! Reinige deinen Geist. Das wird eine lange Nacht. Nur durch die Angst finden wir wahre Stärke. Ich bin nicht bereit. Für das Wohl deiner Liebe und für dein Herz bist du bereit, wenn die Zeit kommt. Thank you.
Du hast keine Chance. Sofort. Ich glaube, das war's. Ja. Alles okay? Nur außer Atem. Komm schon, hier lang. Yeah.
Sie beschütze uns. Isaac, was tust du da? Sind jetzt in unserem Gebiet. Zeigen wir ihnen, was sie verdienen. Durch ihre Liebe werden wir überleben. Das war knapp. Wohin jetzt? Wir knüpfen durch die Hütte da vorne ab. Ja, am Holzlager. Wohin haben sie die Kinder gebracht? Wir haben überall Unterkünfte. Wenn es hart auf hart kommt, bringen sie von der Insel runter. Gut. Wir wussten, dieser Tag könnte kommen. Mit deine Vorräte und los. Okay. Unser Dorf ist gleich auf der anderen Seite des Ackers. Super. Thank you.
Die Russen können nicht so weit vorgedrungen sein. Und wenn du dich... Ich schütze uns. Denk nicht mal dran. Lasst sie nicht. Gregor.